Hallo. So, wir testen heute einen Art Roboter. Weiß ich nicht, ob ihr den kennt, den Quincy. Der funktioniert so, dass er vorne einen Laser hat. Man muss ihm natürlich beim Einrichten des Stiftes helfen. Ich warte hier jetzt noch schon einen Randl, deshalb haben wir da jetzt schon einen grünen Punkt. Und mit solchen Karten, die was hinten mit QR-Code sind, kann man ihn das zeichnen lassen. Es gibt viele verschiedene von Bildern. Ja, also da haben wir jede Menge Bildern, unterschiedliche Karten, genauso wie das ABC. Das ist alles dabei. Also wir testen jetzt dieses Produkt. Der zeichnet für uns, was wir wollen. Wir können mit was gut, was Leichten anfangen. Wir können auch unterschiedliche Sachen machen. Ja. Ich würde sagen, wir starten mit einem Shark. We starting with the Shark. Ja, wir tun einmal die Karten da weg. We testing. Also, noch einmal. We testing this robot. Und schauen uns das einfach an. Wir tun da noch... Genau. Okay, let's start our trip. So, er richtet sich aus. Wir können jetzt hier das neue Blatt hinlegen. Wir schauen dann natürlich, dass wir in der Mitte sind. Nice to meet you. Let's learn how to draw a shark together today. So, jetzt bin ich gespannt. Also normalerweise fangt er an, wir müssen immer den Knopf da oben drücken. So, er fängt an mit dem Shark zum Zeichnen. Jetzt bin ich echt interessant, ja. Was haltet ihr von dem Gerät? He speaks English. I speak German. Ich spreche auch Deutsch. Draw a straight line downwards. So, sobald wir soweit sind, wieder oben klicken. Now, let's start the shark's back. From the bottom of the fin, draw a long curved line from Hello. Left to right. So, sobald wir wieder sind, man muss den Knopf oben drücken, damit er weitergeht. At the very end of this long curved line, add a small curve going upwards to a point. Wer mag malen? Zumindest ich. It should look like a leaf shape. This is the start of the shark's tail. So, wir machen weiter. Repeat this leaf shape below the one that we just added, but smaller. Okay. A small curve going downwards to a point, and then a small curve going upwards. So, well done. Man merkt beim Stift, ja, das ist Papier und sicher nicht der Stift, der was beim Produkt dabei ist, aber es funktioniert. Man sieht hier schon die ersten Konturen. Das soll es werden. Machen wir einfach mal weiter. Okay. From the top of the small curve, draw a long curve from right to left. This will be the shark's stomach and tail. Genau. It's a robot camera, yes? Irgendwas ist jetzt passiert. Let's add another shark fin. From the end of the curved stomach line. Okay, interessant, dass es da genau erwischt hat. Hi, Wolki. Add a large curve that goes upwards to the left. You should now have a simple shark shape. I'm your subscriber. Welcome, subscriber. All welcome. Wir machen weiter. The next one. Let's draw a line from the top of the curve straight across to the nose of the shark. Rumba, hi. The line needs to connect to the front. Ooh! As da. Down the bottom fin, you need to draw a long curved line from the right side to the end of the stomach curve. Ja, also da. Weiß ich nicht, wie das passiert ist, aber da hat er die Ecke schon falsch gemalt. Da ist ein kleiner Fehler passiert. Mal schauen, ob er den wieder ausbessern kann. Wir machen einfach weiter. Halte ich nicht viel, trotzdem okay. Cool, dass du es testest. We need some extra details. So. Let's add an eye to the front of our shark. Es geht Schritt für Schritt. A small circle for an eye on the left of the shark. Ja, es geht Schritt Just für Schritt. Below the eye, in the bottom half of the shark, add a small straight line from the nose.
This will be the shark's mouth. Ja, also es geht Schritt für Schritt. Ich find's gut, dass man gleichzeitig mitmalen kann. Ich finde es gut, dass er auch in Englisch spricht. Das ist für die Kinder gezielt sicher auch förderlich. Aber das Ergebnis, ja, irgendwas ist da im hinteren Bereich schiefgerannt. Vielleicht bin ich schuld gewesen. Wir machen einfach weiter. Wir werden auch ein zweites oder drittes Motiv nehmen. Was macht er jetzt? Das sind die Kiemen. Finally, draw two small curved lines in the top fin. Great job! So, sind wir fertig? Robert, jetzt ist yes, it's a Robert. Great. Now you've drawn a shark. So. I have one more challenge for you. Do one you more. Know how to spell shark? Can you use letter cards to spell it out? What is the first letter? So, wir können ja probieren, dass wir eine Katze malen. Dazu setzen wir ihn jetzt einfach etwas weiter hinten. Er muss gerade stehen. Und deshalb setzen wir ihn jetzt weiter hinten. Da ist zwar ein bisschen... Naja, wir nehmen einfach ein neues Blatt Papier. The next paper. So, wir werden einfach ein neues Blatt Papier nehmen und testen jetzt weiter. Das heißt, wir können wieder etwas vorsetzen. Card unrecognized. Wie bitte? Oh. Ich komme zum Knopf nicht hin. Can you find the letter F? Na. Card unrecognized. Nice to meet you. Today it's time to draw a cat. Yes. Do you like cats? Yes, I like cat. I like cats. Also man lernt auch Englisch mit dem Teil. Das ist, finde ich, gut. First, let's start with the cat's head. Begin by drawing a large circle. At the bottom of the circle, leave a small gap. Our cat I am great, welcome. So add two circles at the center of the cat's head. So, wir machen weiter. The next. Next, below the eyes, we need to draw a small half circle. This will be the start of the cat's nose. I love it. I love it. Also, don't forget to like the stream. Our cat needs a mouth. Nice. Below the nose, draw a rounded W shape. Aber es schaut jetzt schon sure süß aus. The mouth connects to the bottom of the nose. Great job. So, wir machen auch direkt weiter. Now, let's add some whiskers. Below the two eyes, draw a long straight line. This is our first whisker. Next, add two more lines in a long V shape below the first whisker. So, can you shout out, Consti? Yes, Fabio, welcome in the stream. Let's give our cat a patch. From the center of the head, draw a line to the top of the head. Again, from the center, now draw a line to the left side of the head. It's Consti a robot. No, I'm not a robot. Wir machen weiter. We need two ears. Begin by drawing a triangle at the top of the head. Upon so sollte the das left ausschauen. And right side. Add a smaller triangle inside of the first triangle. Ja, on both the left and right side. Now the cat has two ears. Ihr dürft nicht vergessen, das ist Spielzeug, gell? Also das ist Spielzeug für Kinder. Wir testen das aber trotzdem, weil es gibt so viele Videos, wo dieser Roboter einfach perfekt malt. Und ich denke, das schafft er auch mit dem richtigen Stift. Es ist sicher nicht der richtige Stift. Auch bei der Einstellung vom Stift muss man ein bisschen aufpassen. Ich denke auf jeden Fall, dass diese Videos, die was es überall gibt, wo der perfekt malt, dass das auch wirklich so funktioniert. Ich denke, wenn man alles richtig macht, bekommt man das richtige oder perfekte Ergebnis auch zusammen. Man sieht ja doch... Add a circle and two small lines either side for detail.
dass es funktioniert. This is the middle of the bow. So, don't forget, like the stream. Ihr könnt natürlich auch den Stream teilen, da würde mich sehr freuen. Great, now you have a cat. I have one more challenge for you. Do you know how to spell cat? Can you use letter cards to spell it out? What is the first letter? Ja, wenn mein Englisch besser wäre, könnte ich euch jetzt sagen, was er von mir will. Wir testen einfach noch eine Karte und zwar gibt es Zahlen with numbers. Ja? We're testing the next card. Wir schauen einmal, ob die nächste Karte eine Zahl. Das heißt, wir müssen da drauf drücken. Hat er es kapiert? Sorry, this card is not supported. Du bist nicht supported. Sorry, this card is not supported. Da. Und es ist von euch. So, nochmal. Jetzt teste deinen Stift. Er sucht sich die Mitte. Und jetzt stellt er. Genau, er sagt. Okay, let's start our trip. So, er ist bereit. Man kann ihm jetzt die Karte herzeigen. Wir wollen als nächstes diese zwei machen. Sorry, this card is not supported. Machen wir das. Nice to meet you. Let's draw a zebra together today. Let's begin. Ja, passt. By drawing a C on its side. This will be the start of the zebra's head and mouth. Wir machen weiter. In the top corner of the C, add a long straight line. Zebra, jawohl. The top of the zebra's head. Comment zebras in your language. Na komm, haben wir. Long straight line, add a curve and another long straight line. This is the back green marker of the zebra's head. All colors, with all colors, with all pens. Now, let's add some hair. Starting from the bottom of the straight line, right corner, draw a waved line all the way up to the top of the zebra's head. So, wir machen weiter. The next step. Let's give our zebra an eye. In the middle of the zebra's head, draw one small circle. So, don't forget like the stream and share the stream, please. Now you're going to need to draw a curved line halfway up the zebra's face. This will give the zebra a simple nose shape. Inside of this nose shape, add a small curve in the top left corner. This will be a nostril. Next, let's give the zebra a mouth. In the bottom right corner of the nose area, add a curved line for a mouth. At the top of the curved line, draw another small curved line on its side. This completes the mouth and gives our zebra a smile. So, weiter geht's. The next. Let's draw the ear now. Begin by drawing an N shape above the eye within the hair shape. This is the start of our ear. Within the N shape ear, add another smaller N. This will be the inside of the ear. Machen wir weiter. Okay, let's start the zebra's body. Begin by drawing a long and slightly curved line for the zebra's back. Next, add a long line okay. with a small curve at the end, down below the head. This will be the zebra's neck. Gut, weiter geht's. Wir können da im Hintergrund auch Musik aufdrehen. What's the price of this robot? You can learn with this robot. It's learning help. We're testing this robot. This is the zebra's
Noch sieht es wie ein Pferd aus, definitiv. Mal schauen, ob wir wirklich ein Zebra am Ende haben. It looks like, no, it's 50 Euros. Hat 50 Euro gekostet. Now, let's start the zebra's legs. Add a long, slightly curved line below the neckline, which we drew in step 9. Next, so. Round the leg off with 50 Euro. Ist nicht teuer, gell? Es gibt ja unterschiedliche Arten. Den gibt es ja sicher teurer auch, aber ich habe mir den 50 Euro genommen, der ein bisschen billiger war. Das war wirklich einer der billigsten. Handy sucht, die will mich beschweren, kann selber nicht so gut malen. German Man. I'm from Austria, Rumba. Rumba Master. At the end of the stomach line, draw a curved line towards the right, with a straight line at the end pointing downwards. This gives the outline for the leg. Round the leg off with a curve for the foot and follow the leg shape back up. Great job! Are you from? I'm from Austria. So, next. Great. Now copy the long, slightly curved line of the front leg in front of the first leg. Now the zebra has two front legs. Copy the back leg shape with a curved line facing the right with a straight line at the end pointing downwards and round this off with a small curved line. Jetzt. Now it has two back legs. Sieht eigentlich gut aus. Es schaut nicht schlecht aus. Ich finde, das sieht richtig It's gut time aus. To give our zebra some shoes. Shoes. At the bottom of each leg, add a small curved shape that small. Is the same as the shape for the bottom of the Hello. Leg. So, this shoes for the zebra. I'm Indian. Welcome, India. Let's add a tail. Ah ja, das fehlt ja auch noch. Rear, draw two small curved lines. This will be the start of the zebra's tail. Trisha, wow. So, the next step, the next step. Oh, many people At from India. Welcome, tail, all welcome. Add a spiked shape. Finishing the tail with some hair. Wir hinterfragen nicht, was er da fallen lässt. Wir hinterfragen das nicht. Ich habe keine Ahnung, warum da jetzt ein Kreis da hinten malt. Das sehe ich da gar nicht. Was macht dann jetzt? Ah, das ist... Jetzt kriegt er sein Zebra-Muster. Hello, ist gut. Das ist wirklich interessant. Jetzt macht er das ganze Zebra-Muster. Okay, da hat er wieder. Hello, Sketching Drawing. So, langsam wird es ein Zebra. So, wie sieht der Zebra? Mit Streifen, jawohl. Your video is very nice. Thank you, Trisha. Hello from Sri Lanka. Welcome in Austria. I'm from Austria. Haben wir's? It's finished. It's finished. Also, so schaut das Zebra aus. Well done. Now you have drawn a zebra. I have one more challenge for you. Do you know how to spell zebra? Can you use letter cards to spell it out? What is the first letter? C. Aber auf jeden Fall eine geile Sache. Definitiv was Witziges. Ich denke, Kinder werden es lieben. Also, children love it. Yes, he speaks English and children learn English. Er hat eine schöne Aussprache.
hat wirklich eine schöne Aussprache, also da wirklich sehr gut verständlich. Ich finde es cool, das Gerät. Ja. Auch wenn nicht jeder Strich perfekt ist, ja, wie gesagt, gezielt beim hinteren Bereich hat man gemerkt, dass er da etwas rausgekommen ist. Ich schätze mal, das liegt an dem Stift selbst, warum er da manchmal nicht richtig die Spur findet, aber unterm Strich wirklich das Ergebnis ist ja doch wie die Karte. Wir haben nicht viel Unterschied. Und wie gesagt, man muss ja ehrlich mit den Produkten sein. Und ihr wart live dabei und deshalb habt ihr es gesehen, wie es funktioniert. Sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. I end now the stream and say thank you and bye bye.